Günaydın, liebe Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Opening und zwar wieder eine Box von Games Collect, aka Jörg. Hab wieder mal ein bisschen was eingeshoppt bei ihm und aufmachen lassen. Und ja, heute mal allein diesmal. Bruno ist nicht am Start. Ich bin ein bisschen ungeduldig und wollte einfach mal aufmachen und euch zeigen, was da drin ist. Deswegen, ja, falls ihr trotzdem mehr die Videos mit Bruno und mir feiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wird es auch seltener vorkommen, aber ja, heute dachte ich mal eine Ausnahme und ich mache das Ding mal allein hier auf. Ich glaube, Bruno ist auch nicht darüber erfreut, aber komm. Darüber kommt er schon hinweg. Alles klar. Wir wollen nicht lang schnacken. Wir haben den Schnitt schon gewagt. Das Ding ist zu spät. Sorry, Leute. Ich kann auch selten ernst bleiben hier. Gut, dann schauen wir mal. Ich versuche jetzt mal hier nichts zu... Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran, dass wir hier nichts an Adresse zeigen. Also meine jedenfalls. Aber auch die von Jörg. Also erstmal richtig schöne Luftpolsterung hier am Start. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Auch für... Oh, eigene Versanddinger. Also für den eigenen Versand. Den Karton können wir... Ja, gut. Machen wir mal wieder zu. So, richtig zu. Das war die Box und nicht ich. Okay. Hier ist mal schön weißes Polyesterpapier, wie auch immer. Und erstmal, wie geil ist das denn? Ein Staffel voller Higgies. Ich glaube, das habe ich von Gysi bekommen. Ich meine, das war Gysi. Hier, von Gysi steht sogar drauf. Also vielen Dank, Gysi, für den Tausch. Ich sammle die Dinger. Das weiß mittlerweile jeder, der mir auch regelmäßig die Videos reinschaut und mich verfolgt. An der Zahl sollten es, glaube ich, 10 sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber mehr nehme ich gerne mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da sind noch ein paar extra drauf. Das kann auch von Gysi gewesen sein. Ich glaube, es sind 5 Stück drin. Ne? Gucken wir uns die auch mal an. 1, 2, 3, 4. Gut, egal. Ich dachte, es waren 15. Vielleicht irre ich mich auch. Aber schon mal vielen Dank dafür, Gysi. Der hat auch dafür 5 SSRs oder so bekommen. Oder 10, ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Warte mal. Oh, okay. Hier haben wir noch einige Sachen, wie ihr seht. Ah ja, und die Waifu-Karten. Fragt nicht, woher ich die habe. Ich hab die tatsächlich gewonnen, nicht gekauft. Was sammle ich an sich nicht? Ich habe die eher gewonnen. Die würde ich auch gerne verlosen an euch. Ich kann euch gerne mal zeigen, was alles... Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich meine, ja, das sind ja nur Karten. Das ist ja nichts nackt. Also, ein bisschen Nacktheit vorhanden, aber jetzt nicht zu intimes. Deswegen, ich denke, es ist in Ordnung. Diese Karte, das ist übrigens eine gegradete Karte. Die will ich euch zu guter Letzt zeigen. Machen wir erstmal, bevor wir das hier noch aufmachen, die ganzen Hits. Einmal das hier zum Vorzeigen. Das ist die Tier 4 Wave 1 Blister Box. Ich kann mal einmal kurz die Kamera hier anheben. Die Dinger sind sehr rar, denn diese Tier 4 Wave 1 Dinger sind halt sehr schwer zu bekommen. Auch gerade die Booster Boxen. Das ist jetzt nur in Anführungszeichen Blister, war aber auch schon recht teuer verhältnismäßig. Naja, schon relativ, also ja, man kann schon sagen, doppelt so teuer wie so ein normaler Blister. Aber dafür, dass sie auch nicht mehr produziert werden, lohnt sich das für mich. Das wird aber in einem separaten Video aufgemacht. Und zu gewinnen gibt es dann auch die Karte, weil die habe ich schon auf jeden Fall. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen verpasst es nicht, abonniert gerne den Kanal. Und ja, machen wir weiter. Zum Gewinnspiel kommen. Machen wir das Gewinnspiel erstmal. Was könnt ihr gewinnen, Leute? Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von den Dingern. Aber wenn ich mir das so genau betrachte, ist die Qualität auch nicht schlecht, der Karten. Aber wie gesagt, ist halt nicht mein Ding, ne? Jedem das seine, meint es nicht so wirklich. Keine Ahnung, was das für Charaktere sind, fragt mich nicht. Aber für jeden, der auf sowas steht, der kann sich darüber erfreuen, ja. Das ist schon alles sehr, sehr anzüglich. Ist das eine doppelte? Nee, aber ich glaube, der gleiche Charakter. Naja, ist ja auch egal. Was ihr dafür tun müsst, seid Abonnent des Kanals, gebt ein Like für das Video und gebt einen Kommentar mit einer netten Nachricht und dem Hashtag
Waifu, also Hashtag Waifu. Oder auch nur Hashtag Waifu, wie ihr wollt. Ihr könnt auch gerne was dazu schreiben, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Das kommt dann alles in so einem, ja, in der Penny Sleeve, Toploader wäre zu schade, tut mir leid, bin ich ehrlich. Aber ja, obwohl, komm, wir machen es hier rein. Da, wo die Higgy-Karten drin waren. Ja, so ist es besser, ja. Also auch schon ein bisschen geschützter, der Versand. Ich übernehme natürlich dafür Waifu. Keine Ahnung, was ein Set ist. Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, dann kommen wir zu den Hits. Auch alles wie immer schön verpackt von dem guten Jörg. Erstmal gehen Grüße raus an Jörg. Danke dafür, dass du die immer so, ja, so schick einpackst. Finde ich immer echt nice. Und weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Ich werde auf jeden Fall den Kollegen verlinken. Also sein Channel, sein Twitch-Channel und auch sein Shop. Da könnt ihr auch einkaufen und dann halt euch die Sachen aufmachen lassen. Das macht auch sehr professionell und vorsichtig. Und Spiele werden auch gespielt. Also man muss nicht nur einkaufen, man kann auch da mit dabei sein, einfach mitschreiben. Ein paar Spiele spielen, so wie Murmeln und andere Sachen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut mal gerne rein, die Community ist auch echt nice. Habt auch schon so gesehen Freunde gefunden und mit denen schreibe ich auch regelmäßig. Und tausche ich auch, das ist immer ganz nice. Gut, wollen nicht lang schnacken. Kommen wir zur ersten Karte. Habt ihr schon wahrscheinlich schon gesehen. Die Obito AR. Und das ist doch schon mal ein Hingucker. Also, ja, verdammt, das nervt hier. Ich habe auch vergessen, merke ich gerade jetzt erst, meine Matte mitzubringen, aber in dem Fall ist es jetzt nicht nötig. Wir haben hier Schutz und die sind alle in einem Tableau da drin, deswegen dachte ich so, komm, passt schon. Also Tobi als, oder Obito, Quatsch, Tobi war das mit Maske, Obito ist er jetzt so gesehen. Richtig geile Karte, sehr schick, gefällt mir, habe ich noch nicht gehabt, jetzt habe ich sie. Dann Shizune OR, meine least favorite OR, die ich besitze, meine ich, aber ist trotzdem eine schöne Karte, auch der Hintergrund so mit diesen Pastellfarben, das kann man auf jeden Fall machen. Ich muss auch mal kurz gucken wegen dem Fokus, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ist jetzt wie gesagt nicht die 4K-Kamera von Bruno, ne, mit seinem iPhone, aber komm, dafür sieht man das schon irgendwie irgendwo. Dann Kiba. In einem SLR-negativen Artwork. Ganz cool. Habe ich auch noch nicht. Boruto, tatsächlich. Den habe ich jetzt quasi zum dritten Mal. Aber einmal habe ich sie an Kral vertauscht. Auch einer von der Community. Und jetzt habe ich sie nochmal. Also jetzt nochmal neu zweimal. Die werde ich auch eventuell irgendwann mal verlosen. Mal gucke. Dann hier einer meiner Highlights. Sasuke als Erwachsener. Richtig schick. In OR. Fehlt mir auch noch. Ich habe, glaube ich, schon zwei verschiedene Versionen von ihm in der Art. Und jetzt habe ich die dritte oder auch die zweite mindestens. Auch nochmal ein richtiger Hingucker. Tsunade, wo sie einen Roundhouse-Kick verpasst. Bam, Digga, voll in die Fresse. Richtig geil, gefällt mir. Ja, kann man machen. Dann Naruto-kun mit seinem Kage-Bunchen. Er steht zu seinem Signature-Move, das ist cool. Das gefällt mir. Aber ich merke, der Fokus ist echt gerade für den Arsch. Also, ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren so zu lesen wird. Also gerade von Bruno. Du kannst dich gerne austoben, Bruno, falls du es siehst. Und sagen, hättest du auf mich gewartet, aber ja, komm. Ich bin auch nur ein Mensch, der gerne voreilig ist. Ja, du kennst mich, Mann. Du kennst mich am besten, Mann. Gut, genug von Bruno geredet. Wir reden jetzt über die Karten. Und hier dann eine richtig geile OR. Die OR Kiba. Richtig sick. Also ich guck mal nach, ob man das besser sieht, wenn man die Karte rausholt. Ist auch ein bisschen dunkel hier. Aber kurz hier den Fokus anschalten. Ja gut, lässt sich nicht viel tun oder machen. Aber ist eine schöne Karte, auch mit den grünen Akzenten hier, falls man das erkennt. Richtig geil. Eine sehr, sehr schicke OR, die ich dann nicht besitze, aber jetzt schon. Dann Sarada. Die habe ich, glaube ich, nur in negativ. Jetzt habe ich sie auch in positiv. Also auch schön so eine, ja, gute Doppelung zu haben quasi. Jetzt habe ich beide Versionen. Irgendwo zieht das, merke ich gerade. Irgendwo ist es kalt im Hause. Naja, egal. Dann überlebe ich schon. So, schick, schick. Dann Mitsuki, der Sohn, das Reagenzglas, die Reagenzglasgeburt von Orochimaru. Ja, auch nett. Dann hier einer meiner Favorites auch, OR Naruto, die Nummer 87, an der Stelle, richtig geil,
Alter, richtig geil. Also sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr. Dann, den habe ich zwar schon, aber immer schön zu sehen, AR Sasuke in seinem, ja, seinem Mal-Modus, da wo Orochimaru ihn gebissen hat und dieses Mal gegeben hat. Dieses Siegelmal, verfluchte Mal, keine Ahnung, wie man das genau nennt, aber auf jeden Fall sick. Dann UR von Maitugai, und ich meine, ich habe schon sehr viele URs von ihm gezogen. Auch diese neueste Edition UR, wo auch Kakashi UR als Hokage zu sehen ist, und die habe ich auch gezogen. Ich glaube, das Video ist auch schon draußen, meine ich. Ich habe schon ein bisschen was vorproduziert, deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander. Also Bruno und ich produzieren da sehr viel vor für euch. Und ja, richtig geile Karte. Sai habe ich auch, meine ich, aber trotzdem auch eine. Also AR ist sowieso einer meiner Top-Favorite Raritäten, die man so ziehen kann. Eine richtig schicke Karte. Ja, geil. Dann, das ist Obito, Tobi meine ich. Okay, das ist auch Obito, aber auch Tobi halt. Und ihr seht da, die haben auch diese silbernen Akzente, also fast wie so eine silberne AR. Dennoch ist das eine Gold-AR, aber mit den Silberakzenten, das finde ich auch richtig geil. Das macht auch. Das ist so ein. Das ist wirklich so ein Highlight, finde ich, diese Ketten. Das ist so geil gemacht. Also, wie immer, Hut ab an Kaiu. Genauso wie auch bei der Karte, bei der AR. Das ist auch Mitsuki AR, auch mit den silbernen Akzenten, aber dennoch eine goldene AR. Schick, schick. Gefällt mir sehr. Dann hier nochmal ein Highlight. Leute, die habe ich getauscht gegen Jörg. Da habe ich, glaube ich, irgendeine hässliche SP gezogen. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber eine, die mir nicht gefallen hat. Und dafür den Temari zu nehmen, nehme ich auf jeden Fall an. Also vielen Dank, Jörg, nochmal an der Stelle. Richtig geil, richtig sick. Ja, dann zum Nader OR in der jugendlichen Version. Auch eine sehr schöne Karte mit dem Grün. Benten Grün, würde ich fast sagen. Das ist doch ein Benten Grün. Also, Bruno, falls du das siehst, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ist das ein Benten Grün? Das ist ja mehr schon in Richtung Neon. Ja, Benten Tsunade. Dann nochmal Obito. Ich kann aber auch die anderen mal rausholen. Gut, das ist jetzt eine UR, das ist eine AR, aber nochmal. Also der gleiche Charakter, aber mit anderen Masken. Das war der, wo der. Ich glaube, zum ersten Mal mit Maske erschienen und, glaube ich, das Dorf Konoha angegriffen hat und Naruto fast getötet hat als Baby. Und da in dem dritten Ninja-Weltkrieg. Richtig krass. Schöne Karte. Oh, und dann nochmal einer meiner Top-Favorites. Hiruzen SP. Leute, guckt euch diese Karte an. Fuck, das. Ey, komm. Ja, okay, ich bereue es jetzt schon, nicht gewartet zu haben auf Bruno, aber komm. Ich hoffe, ihr kennt das. Ich meine, ihr seht das ja, aber man könnte es besser erkennen. Ja, naja, man macht einmal diesen Fehler. Aber eine schöne Karte, vielleicht werde ich sie irgendwann mal in einem anderen Video nochmal zeigen. Spätestens dann, wenn ich meine Collection zeige, also bleibt auch dran. Und dazu gibt es dann auch ein Gewinnspiel. Aber das erst später. Dann der Kollege. Das ist Choji. Die habe ich auch schon in OR. Aber dennoch ein schöner OR auf jeden Fall. Und zu guter Letzt die LR Itachi, und die hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich alle sechs LR, die man haben kann. Und das freut mich sehr, die auch in meiner Collection begrüßen zu dürfen. Auch eine sehr schöne. Richtig geil. Okay, ja, nee, das war's noch nicht fast. Nicht ganz. Hätte fast das Highlight vergessen. Das Ding. Und ihr seht schon, das ist eine Daedara-Karte. In einem schönen Grading Slab. Und zwar, ich habe es schon gesehen in einem Livestream, aber jetzt nochmal live zu sehen, also in Real Life meine ich, ist nochmal anders wild. So, und das ist auch meine allererste, die ich besitze, also ja. Oh, ist da noch was drin? Lol, es gibt da sogar alter Toploader. Ah ne, das ist einfach dazwischen gepackt hier. Ich dachte schon, Alter. NRAR003 Proto, so heiße ich auf Twitch. Prototyp Drache oder mittlerweile Pyrotyp Drache. Und bevor ich euch die Grading zeige, es ist Data der AR, aber als silberne AR. Das ist meine allererste silberne AR, die ich besitze. Und die ist richtig schön, also eine richtig gelungene Karte. Da freue ich mich sehr drüber, die gezogen zu haben. Auch gerade in dem Artwork, wo Data da so richtig eklig dich so anschaut, als würde ich gleich explodieren lassen wollen. Richtig wild. Nochmal hier hinten.
einmal kurz. Leute, komm. Wir machen einmal anders hier. So. Ein bisschen mehr Licht. Zwar das gelbe, eklige Licht, aber komm, ist auch egal. Na? Will er nicht? Ich muss weiter weggehen, ne? Das ist das M3 Trading Cards. Ja, m3tradingcard.com. Tradingcards.com. Richtig geil, schön in Silber. Passt doch zu der silbernen AR. Und wollen jetzt mal, oder ihr wollt jetzt mal sehen, ne, was sie für ein Grading bekommen hat. Und zwar ist das echt geil. Und zwar als Subgrade seht ihr hier schon eine 10. Das ist Centering. Also Centering ist perfekt. Dann Surface. 9. Also 9. Komm, ich mach das mal. Sorry, ich muss das einmal anders machen. So. Dann die Corners bei einer 10 und die Edges bei einer 9,5. Also knapp an einer 10, aber wir haben eine 9,5 bekommen. Also, ja. Leute, was soll ich sagen? Das ist sauschön. Ich freue mich sehr, die in meiner Collection begrüßen zu dürfen. Das ist meine, wie gesagt, meine allererste überhaupt gegradete Karte. Und die Steps sehen auch wundervoll aus. Also, ja. Ich kann mich nicht beschweren, will ich auch nicht. Achso, ja, und nochmal ein großes Dank an Jörg. Ich habe da bei einem Gewinnspiel mitgemacht, beim Murmeln wohlgemerkt, und da muss man nichts für bezahlen. Also, Leute, ich empfehle es nur, ich kann es nur empfehlen. Kommt vorbei zu Games Collect im Stream. Der macht da öfters mal sowas. Also, jetzt will ich nicht sowas, aber auch ab und zu mal, vielleicht einmal im Monat oder so. Und da habe ich Glück gehabt und habe da den dritten Platz belegt beim Murmeln, und da war beim Murmeln der dritte Platz halt im Grading. Und bei den anderen Plätzen halt irgendwelche Booster Packs oder auch andere Karten. Und da wollte ich auch eher das hier haben, und das habe ich geschafft, das habe ich gewonnen. Also kostenloses Grading an der Stelle, und ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal an Jörg. Richtig geil. Ich bin überglücklich, die jetzt bei mir zu haben. Und ja, das war's auch schon an der Stelle. Wir haben jetzt auch fast 20 Minuten, obwohl ja, gut 17 Minuten rumgeschafft. Wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, von den Karten, was euch am meisten gefallen hat. Abgesehen jetzt vielleicht von der gegradeten Karte, aber von den ganzen Karten hier. Und ja, ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, das wird eine Woche jetzt laufen nach Upload. Das heißt, immer schön ja, dranbleiben, kommentieren. Ich mache regelmäßig mal Gewinnspiele, deswegen könnt ihr euch immer auf was freuen. Das hatte ich in jedem Video, weil ne, kostet auch Geld mit Porto und der Mühe und der Zeit. Aber einfach als großes Dankeschön, als kleines Dankeschön quasi mal, ja, meine Dankbarkeit zu zeigen. Ne? Guti, genug geschnackt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Ciao, ciao.